Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK Survival Evolved. Wir sind immer noch auf Valguero. Wir werden heute mal ein paar Alphas, die da sind, umboxen. Der Moser, weil er vermutlich gut Erfahrung gibt für den Chibi. Und den Lidsichtes, weil er uns einen ziemlich coolen Skin droppt, den der Charakter hier eigentlich noch nicht haben dürfte. Ich weiß es nicht. Ich habe den Skin Spawn, wenn man stirbt, habe ich deaktiviert. Deswegen weiß ich gar nicht, was wir alles schon an Skins haben. Wir gucken einfach mal. Ja, mal schauen, ob wir uns dann den Raptor und den Megalodon noch vorknöpfen. Den Megalodon. Wo ist denn der? Da, das heißt, der ist vermutlich in der Unterwasserwelt. Also nicht hier in den, ja, Flüssen, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es genau genommen keine Flüsse sind. Ja, pass auf. Ich habe mir die anderen beiden schon in den Chat geschrieben, die anderen beiden Koordinaten. Machen wir mal 41, 39. So, dann habe ich jetzt alle drei Koordinaten im Chat stehen. Ach ja, mir fällt gerade ein. Lass uns mal einen Stapel Holzen mitnehmen. Lass den mal hier reinpacken. Offensichtlich ist, also ich, es ist immer noch die Halloween-Mod aktiv. Also es ist, die geht ja, glaube ich, 2 Wochen, Woche vor Halloween, Woche nach Halloween. Könnt ihr jetzt ungefähr abschätzen, wann ich das aufnehme? Offensichtlich sind die Drop-Raten erhöht worden. Vorher also zu Beginn des Events war immer nur eine Scarecrow, ein Headstone oder ein Kürbis drin. Mittlerweile können da bis zu 5, glaube ich, drin sein. Deswegen haben wir wieder 18 Scarecrows. Also wir könnten hier eigentlich nochmal Chibis herstellen, oder? 3 Stück. Wow, ist das ein Mantis? Oh, Baby. Oh. Oh, ein Arsch. Und ein Mammut. Also, der Enki hat wieder ein bisschen Erfahrung. Ich habe natürliches Gift gefarmt und da sind mir irgendwie 2 Alpha-Megalodons über den Weg geschwommen. Der Mantis-Chibi. Der sieht schon auch gut aus. Der sieht definitiv gut aus. Gucken wir uns mal das Mammut an. Joa, relativ unspektakulär, muss ich jetzt mal sagen. Muss ich ja jetzt mal zugeben. Und den Thorny. Der ist auf jeden Fall von der Farbgebung her recht hübsch. Sehr hell für einen Thorny. Wobei, die haben ja viele Braun- und Grautöne in ihren Farbmustern, beziehungsweise spawnen sie viel mit Braun- und Grautönen. Okay. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich muss mich jetzt natürlich langsam mal entscheiden, welchen Chibi ich levele. Wenn erstmal einer gelevelt ist. Dann können wir im Prinzip ein Chibi an unsere Seite nehmen, wie wir lustig sind. Ach, guck mal, das Ausrüsten erfordert sogar die Erweiterung. Das heißt, hat man den Season Pass nicht, kann man das Ding zwar gedroppt kriegen, aber man kann es nicht ausrüsten. Das ist ja auch fies. Das ist ja auch fies. Pass auf. Wir nehmen erstmal, Alter, der Enki sieht halt einfach geil aus mit diesem Riesenkopf und diesem riesen Ende am Schwanz und dann dieser zusammengestauchte Körper.
Pass auf, wir machen mal im Ausrüstungsschränkchen. Machen wir mal noch einen Ordner mit den Chibis. Da packen wir die drei jetzt rein. So. Was auch immer, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, zwei Chibis gebaut, wo ich mich für den Enki entschieden habe. Ich weiß gar nicht, offensichtlich habe ich den anderen direkt weggedonnert. Wir depositen das kurz wieder. Okay. Jetzt schnappen wir uns unseren Basilo. Ich habe die jetzt nach hier oben geholt, die Wassertiere, weil, weiß ich nicht, ich habe die gern dann doch an einem Ort, ist mir aufgefallen. Ach ja, Basof. Thorsten 2.0. Und so. Die Teris sind fertig. So sehen sie aus. Und wir haben auch welche mit rotem Unterbauch. Wertetechnisch können wir uns die mal angucken. Die liegen schon hier drin. Boss-Dinos, Boss-Teris. Hier liegen sie drin. Wir sind bei 81 Schaden und wir sind bei 77 Leben. Auch hier wieder 20 Schadensmutationen und 20 Lebensmutationen. Also jeweils 40 Punkte insgesamt. Also auf beiden insgesamt 80. Und auch wieder clean, 2020. Wie gesagt, ich weiß durchaus, dass ich das noch weiter stacken kann, aber das reicht. Das hat lang genug gedauert. Jetzt stehen unten die Megatherien und just for the lulz stehen unten die Thylakoleo. Mal gucken, was wir da noch auf die Reihe kriegen. Ja, die Sättel haben die alle 72er. Das ist natürlich nicht so geil. Ich habe aber hier nichts Besseres. Auf Fjordur bin ich mir ziemlich sicher, bessere Baupläne mit über 100. Da müssen wir mal gucken, ob ich die irgendwann mal austausche. Die waren halt auf der alten Teri-Armee waren die halt drauf. Deswegen habe ich die jetzt erstmal übernommen. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall stehen wir ungelevelt, also die sind noch ungelevelt, sind wir bei knapp 20.000 Leben und wir sind bei 839 beziehungsweise knapp 840% Nahkampfschaden. Das ist schon mal ganz gut. Da kann man mit arbeiten. Ich bin zufrieden. Farblich, es waren wieder so viele Farbkombinationen dabei, aber ich habe nur Wert gelegt auf die Wertmutationen, nicht auf die Farbmutationen. Einige coole waren dabei, wo ich ein bisschen traurig bin, dass die dann wieder rausgezüchtet wurden und verschwunden sind. Aber das ist das, was übrig geblieben ist. So sieht er aus. Wenn sie jetzt die Texturen noch, das wäre wunderbar. Hallo? Hallo? Hört ihr mich überhaupt? Ja. Nicht, dass ich gemutet bin. So, ja. Das dazu. Ich freue mich. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon voll ausgezüchtete Teris. Also voll ausgezüchtet. Also 20 Schadensmutationen, 20 Lebensmutationen. Die Rexe sind fertig. Ebenfalls mit 2020. Die Gigas sind fertig. Mit ja, nur 20 Nahkampf. Da macht Leben keinen Sinn. Das ist Aufwand für wenig Ertrag. Was ein Giga in Leben an absolutem Wert aufsteigt für einen Punkt im Grundwert mehr, das ist minimal, das ist absolut marginal. Ja, und jetzt, wie gesagt, Faultiere haben wir hier noch die alten, die sind unten gerade am Tüdeln und am Machen. Und die Thylakoleo, da haben wir schon jeweils eine Schaden- und eine Lebensmutation, also da geht's schon los. Und bei den Megatherien warte ich noch auf die erste Lebensmutation. Schadensmutation haben wir schon. Der ist leicht grünlich von der Farbe her. Das sieht ein bisschen aus wie auf der letzten Party draufgekotzt. Finde ich irgendwie nicht so geil.
So, ja, die tüdeln da vor sich hin. Und wir haben uns den Basilo schon geschnappt. Wir reisen zu unserer grandiosen, unfassbar genialen, super ausgebauten, wahnsinnig fortschrittlichen und wahnsinnig revolutionären Unterwasserbase. Ich habe sogar einen Generator wegnehmen können, weil die S-Plus-Compartments gar keinen Generator brauchen. Für den Fall der Fälle habe ich mal Bett und Grabstein reingestellt. Einfach weil. Wir haben 63 Element dabei. Das reicht definitiv, um um hier zu überleben. So, außerdem habe ich die Crystal Clear Mod installiert. Die funktioniert so lala. Es wabert ein bisschen, es ist aber nicht gar so dunkel und düster wie ohne die Mod. Ich hatte die Scuba-Maske, die habe ich rausgenommen, weil ich jetzt viel mit Tech unterwegs bin und wenn ich die Scuba-Maske aufsetze, brauche ich auch den Scuba-Tank und dann bin ich wieder eingeschränkt. Hier habe ich ja so lange Luft, wie ich Element im Inventar habe und das ist eine Menge. Also hier können wir super lang rumschwimmen. Wenn der Chat noch an ist. So, wir sind 47, 42, 41. Wir sind alle, was die LAT angeht, so ziemlich auf einer Wellenlänge quasi. Wir gucken mal. Der Moser ist bei 47, 30. Bist du das schon? Ja, Mensch. Komm ran, Junge. Wie viel Leben hat er? 92k hat er. Kommt er? Aggrot er? Was mit ihm? Ich hatte auf Fjordur hatte ich jetzt einen Moser. Der macht viel Damage. Der hat sich überhaupt nicht gewehrt. Der ist geflüchtet. Ich habe den einmal angegriffen und der ist instant geflüchtet. Also, er war an der Stelle, wo er meiner Meinung nach auch irgendwie nicht hingehörte. Aber ich schwimme nicht hinterher, weil so haben wir es, glaube ich, ein bisschen, haben wir es leichter, treffen wir ihn besser. Wenn wir einfach warten, bis er kommt. Das ist, glaube ich, das probateste Mittel, sowohl bei Unterwasserkämpfen meistens, als auch bei Kämpfen gegen Flugtiere. Wenn du mit dem Argy gegen Argy kämpfst, setz dich auf den Boden, lass den Argy kommen und snack ihn jeweils, wenn er ankommt. Das ist das Einfachste. Es ist einfach so. Weil ansonsten der Wendekreis, ansonsten fliegst du hintereinander her, keiner trifft und du fliegst eigentlich nur im Kreis. Was halt völlig. Oh Gott. Mein Server hat heute ein bisschen rumgesponnen. Ich hoffe nicht, weil wenn der Server jetzt abschmiert, bin ich auf jeden Fall mal tot. Der Basilo, habe ich fast die Befürchtung, steht auf Passiv. Der ist dann wahrscheinlich nicht tot, aber der ist auf jeden Fall auch hart angeschlagen. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, wenn ich losgehe, zu solchen Geschichten meine Tierchen neutral zu pfeifen. Aber jetzt scheint er sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sich in uns verhakt hat oder nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt nur das übliche Buttongemäsche. Aber der sollte... Den Enki habe ich drin, ja. Der sollte gute Erfahrung geben. Mittlerweile ist es auch so, man kann die Alphas auch auf dem Dino töten und die Chibis kriegen Erfahrung. Ich glaube, am Anfang, als die Chibis erschienen sind, da habe ich selber keine genutzt, aber ich glaube, da war das so, dass der Charakter den Alpha töten muss, um die Erfahrung für den Chibi zu bekommen. Das heißt, man hat mit seinen Dinos die Alphas geschwächt, bis sie mehr oder weniger tot waren und hat dann mit dem Rifle oder so eben den letzten Schuss gesetzt. Das ist zum Glück nicht mehr so, weil da hätte ich ja mal überhaupt keinen Bock drauf. Aber ja, unser Damage ist halt auf dem Basilo auch nicht gar so geil. Da bin ich auch im Überlegen, ob ich mal eine ordentliche, richtig ordentliche Basilo-Zucht mache. Mit Säugetieren ist das halt so eine Sache. Das dauert halt ultra lange. Ich bin auch mal gespannt, ob ich die Geduld habe und die
und die Megatherien und die Tylas auf 2020 bringe. Schaden leben. Das werden wir sehen. Und dann bin ich vor allen Dingen bei den Tylakoleos gespannt, was wir am Ende für Farben haben, weil Minty, den wir aktuell haben, die Farbkombination finde ich so, so genial. Und wenn wir da irgendwie eine Kackfarbkombination am Ende haben, dann werde ich da Mods bemühen und dem Tylakoleo wieder die Farbe von Minty geben, weil mit diesen verschiedenen leichten Grüntönen, das sieht schon stark aus, finde ich. Come on. Noch 10-mal beißen? Juhu! Alter, einfach mal 1,5 Kilo Leder. So! Den Alpha-Moser-Zahn, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Eine fortschrittliche Angel, die nehmen wir auch mal mit. Das Leder ist immer gern gesehen. Das kann weg. Das nehme ich mit zum Grinden. Die Megalodon-Zähne brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Feuerwerks-Skin für Raketenwerfer-Skin. Item-Skin. Ob das ein Skin ist, bin mir nicht sicher. Weg mit dem Gemüse. Die Zähne brauchen wir auch nicht, die sind leicht gefarmt. Das Prime Meat brauchen wir auch nicht. Die Black Pearls nehmen wir mal mit. Die Schaden auf jeden Fall nicht. Wir haben ein Level, den packen wir in... Ja, unser Schaden, ich wollte eigentlich das Gewicht noch ein bisschen leveln, aber wenn ich mir das so angucke... Wobei... Ach komm... Ich wollte mal kurz gucken, Waltraud. Du bist auf Greife. Waltraud, mach mal neutral. So. Guti, wenn wir den Moser jetzt hier schon gefunden haben, wo hatten wir denn den Lidsichtis auf 42,19? Da müssten wir ja direkt auf dem Weg auch den Megalodon haben. Diese Richtung ist das dann, ne? Die Sache ist, wir haben ja auch noch, es geht ja nicht nur geradeaus und zurück, es geht ja auch hoch und runter. Da oben ist der Alpha, ist das der Alpha? Ne? Bist du der Alpha-Lidsichtis? Ne, du bist ein normaler Lidsichtis. Das ist ein Standard-Megalodon. Was habe ich gesagt? 42,19. Gut, dass ich mir das in den Chat schreibe, sonst... Der muss ja hier irgendwo sein. Oder ist der doch oben? Kann er ja nicht. Ist ja kein Wasser da. Da ist er! Oh, Junge! Come on! Hitbox von Lidsichtis, ne? Und dann geht's ab wie Schmitz Katze. Die Alphas haben auch so wenig Leben wie normaler. Kommt ein Hai. Yo, die Kapitänsmütze. Den wollte ich haben und das Lidsichtis Geblubbere. Ja, die Haie sollen kommen. Das ist ein bisschen Fischfleisch für uns. Basilos habe ich auch schon mal geguckt. Da sind aktuell nur Kackviecher auf der Map. Also ich glaube, keiner über 100. Aber hier ist offensichtlich ein 150er Hai. Haie wäre auch so eine Sache. Ein ordentlich gezüchteter Hai ist, glaube ich, auch ganz geil. Wobei ich unter Wasser, ich bin so ein Riesenfan von Basilos. Sie sind... relativ schnell
verglichen mit ihrer Größe, sie sehen ja eher behäbig aus, aber so super langsam sind sie gar nicht. Die Manövrierfähigkeit ist in Ordnung. Ja, da ist ein Hai definitiv manövrierfähiger, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und auch ein bisschen schneller. Aber der Basilo hat halt diesen riesen, immensen Vorteil, dass er immun ist. Dass er immun ist gegen die Knisaria. Und dass er immun ist gegen den... Oh, wir haben super viel... das könnte ich mal in die Base bringen. Und dass er immun ist gegen... Shit, jetzt habe ich das Fleisch weggeschmissen. Gegen den Debuff der Aale, beziehungsweise gegen den Effekt der Stromschläge der Aale, der Zitterale. So, 41,39. Der muss ja dann irgendwo da hinten sein. Also der Alpha Megalodon, den suche ich jetzt noch. Da oben ist er doch, oder? Den habe ich mir eben schon angeguckt. So, auf 41 sind wir ungefähr. Jetzt sind wir noch zu 39. Also das sind natürlich immer nur die Positionen zu dem Zeitpunkt, wo man nachschaut. Da sind die Tiere natürlich auch nicht reingerendert, das heißt, die Position ist in dem Moment fix, aber sobald man sich in den Bereich bewegt und die Tiere reingerendert werden, bewegen sie sich natürlich auch wieder. Deswegen können solche Koordinaten natürlich immer gut und gerne mal ein Stückchen abweichen. Ja, ich finde, mit dieser Crystal Clear Mod ist es nicht ganz so OP wie mit der Scuba-Maske. Man hat hier immer noch so ein bisschen das Unterwassergewabere. Ich habe da, glaube ich, mit Sicherheit auch noch diverse Möglichkeiten, das über die INI oder so einzustellen und da noch ein paar andere Modi irgendwie zu aktivieren oder zu deaktivieren, glaube ich, bin ich mir gar nicht sicher. Aber so ist es, die Sichtweite ist ja relativ weit, das muss man ja nur ehrlich mal sagen. Ne? Also wir können ja schon weit gucken. Wenn ich die Crystal Clear Mod jetzt rausnehmen würde, könnten wir bei weitem nicht so weit gucken. Bist du der Alpha? Oh, 140er. 140. Hallo. 140 kommst du. So. Jetzt snacken wir den noch weg. Und dann gucken wir mal, was unser... Wie die Mantas... sieht fast aus, als würden sie fliegen. Ich wollte gerade auch sagen, angeflogen kommen, aber nein, sie kommen angeschwommen. Ja gut, der Alpha Megalodon ist jetzt nicht so. Wir schwimmen auch gleich definitiv zurück zur Base. Und ich würde schon gern, sofern er das jetzt nicht weggefressen hat, das Prime Fishmeat zumindest die paar Brocken in die Base bringen. Aber wahrscheinlich hat er es eh schon, wenn wir fertig sind, hat er es eh schon weggehauen. So, jetzt sind alle Haie weg, danke. Jetzt nur noch du und ich. Der sieht übrigens ziemlich cool aus, der Alpha. Ich glaube, er würde cooler aussehen, wenn das Rot und das Weiß vertauscht wären. Aber so sieht er auch schon cool aus. Blend mal die Zahlen aus, dann sieht man die mal ein bisschen besser. Oh, die Ego wollte ich nur nicht. So, wie weit ist er denn?
Dann ist jetzt die Frage, ob wir uns auf der... Oh, die Ausdauer ist alle. Ich lasse ihn mal kurz auffüllen. Soll er uns mal kurz ein bisschen snaggen. Die Ausdauer füllt sich halt auch ultra schnell auf beim Basilo. Wirklich ultra schnell. Er hat einen oberkrassen Lebenswert. Er hat einen sehr ordentlichen Gewichtswert und er hat auch einen sehr ordentlichen Schadenswert. Also meiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht gerade durch enge Gewässer schwimmt, sage ich mal, also eng im Sinne von, dass es viele Klippen gibt, dass es viele Durchgänge gibt oder so, bleibe ich dabei. Es geht nichts über ein Basilo. Unter Wasser. Die Lederstiefel nehmen wir wieder mit. Ich wollte gar nicht aufsteigen. So, wir sehen euch. Bärensteinfall, Metallaxt. Brauchen wir nicht. Wunderbar. Basilo hat noch ein Level. Komm hier auf 2000 Gewicht, will ich noch kommen irgendwie. Die Zähne können wieder weg. Das Fischfleisch, das nehme ich auch gern mit. Das können wir auch mal. Gucken wir mal. So, wo muss ich denn lang? Irgendwo da hinten hin. Zum Glück habe ich auf der Map mal wieder einen Marker gesetzt. Nachdem ich ja neu installieren musste, war ja die Map wieder zugedeckt. Und die Marker sind dann auch weg. Und also sämtliche Map-Daten sind quasi weg. Das ist natürlich nicht so geil. Aber hey. Kann man ja alles wieder setzen und nachholen quasi. So, in einer der nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall auch auf Fjordur uns den Forest Titan mal anschauen. Den können wir da ja spawnen, genauso wie den Ice Titan, den wir schon gemacht haben. Und mittlerweile ist Asgard auch ja veröffentlicht, aber immer noch in so einer Art Testphase. Also Bugs etc. werden noch behoben, wenn welche bekannt sind und gemeldet werden entsprechend. Da könnte man dann den Desert Titan bekämpfen. Da drüben steht die Base, oder? Bin ich doof? Da ist die Base. Wo an die Sicht ist. Oh, die Haie haben auch eine Aggro-Range. Das ist auch nicht mehr feierlich. Jetzt mal ohne Witz. Junge. Komm, gehen Sie weg. Guck mal, seine Zähnchen hat er behalten. Na, das finde ich doch gar wunderbar. So, wir steigen aus. Ich pack mal kurz. Oh, das, also. Ich dachte, ich hätte hier keinen... Achso, ich habe hier einen Kühlschrank, aber ich habe ja keinen Strom. Ne? Bringt also alles nichts. Pass auf, ich packe den Krempel erstmal hier rein. Waltraud, kommen Sie. So. Ich bringe das eben in die Base. Wir sehen uns in der Base wieder, beziehungsweise gucke ich mal, ob vielleicht noch irgendwelche Alphas gespawnt sind. Und dann schnappen wir uns noch 1, 2, 3. Gucken wir mal kurz. Anton ist Level 2, auf dem besten Weg zu Level 3. Wunderbar. Level 2 war auch vorher schon, deswegen kann ich jetzt bis 106 leveln. Wenn Anton dann Level 3 ist, dann können wir bis 107 leveln. Und ich werde jetzt den Enki-Chibi drin lassen und den leveln. Und wenn der ausgelevelt ist und wir quasi unsere Level gesichert haben, dann können wir mal gucken. Dann kann man da ja mal durchwechseln und mal schauen. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder in der Base. Oder bei irgendeinem Alpha oder auf dem Weg zu einem Alpha. Haha! Otti hat den Kapitänshut auf und der sieht einfach auf einem Otter so cool aus. Der Zylinder hatte natürlich auch was. Aber ich mag diese Kapitänsmütze unglaublich gerne. Die sieht echt schick aus. Und auf dem Otter sieht sie irgendwie... Passt auch farblich, muss man gar nicht irgendwie anders einfärben oder so. Passt zum Otter. Bin hochzufrieden, lieber Otti. Hochzufrieden.
zufrieden. So, wir werden uns jetzt noch den Alpha Raptor schnappen. Hab mir da schon mal in den Chat geschrieben. Bei 38,77. Ich überlege, mit wem wir. Ich glaube, wir machen das mal mit dem neuen Teri. Also, wir gucken nochmal. Ich gucke nochmal auf der Map, wo er ist, damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe. Er ist da. Er ist hier bei uns in der Nähe. Er ist hier um die Ecke. Sehr nice. Sehr nice. Dann fliegen wir mal mit der Adelheid los. Schon wieder die Koordinaten vergessen. Junge! 38, 77. Yeah, yeah. Okay. Junge, wo fliege ich denn lang? Da müssen wir hin. Also manchmal. Das Fernglas an, damit wir ihn auch sehen im Zweifel. Lieber nochmal nachgucken, weil ich ein Gedächtnis habe wie ein Marienkäfer. Müsste ja da hin am Berg irgendwo sein, wa? Oder sogar auf dem Berg. Das ist dann auch wirklich der letzte Alpha auf der Map aktuell. Viel mehr Möglichkeiten haben wir da dann nicht. Müssen wir erstmal wieder auf Respawns warten. Aber der muss jetzt hier. Da oben ist er doch bei. Jetzt ist hier aber erstmal, jetzt hier aber Beef. Pass auf. Thorsten, du kriegst ein bisschen Arbeit, glaube ich. Mit der Alus. Ah, Attacke! Könnte der Alu bitte... Ich hasse übrigens Raptoren, die gehen dir immer direkt an den Arsch. Die schubsen und schieben und tun und machen. Und du hast doch echt Probleme, wenn du keinen halbwegs guten AOE hast. Die sind so schnell, die Alpha-Raptoren. Du hast quasi keine Möglichkeit, ein Stück nach vorne zu rennen, dich umzudrehen und sie wieder zu facen, das ist halt übel. Aber das war jetzt einfach. Das kann weg, das habe ich schon 100 Mal. Die Aluhirne nehmen wir mal mit, die Clown nehmen wir mit, die RG-Clown kann auch nicht schaden. Leder, wie immer, gern gesehen. Teri. Also, ich glaube ja, für den täglichen Gebrauch reichen 30.000 Leben schon aus, ne? Bei einem Teri. 1000 Gewicht ist auch okay, ungefähr 2000 Ausdauer, das heißt, komm, Damage, Damage. Das Prime Meat brauche ich nicht, das Meat brauche ich auch nicht, das kann weg. Wunderbar! Damit hat Thorsten gezeigt, dass er ein ganz guter Terizino ist. Wir sind hier bei 80, okay, das gab jetzt nicht viel. Also Raptoren sind echt nicht so ergiebig, was die XP angeht. Wie viel hatten wir denn vorher? Hatten wir 70 oder so? Ich weiß es gar nicht genau, aber viel hat er nicht gegeben. Ja. War halt auch nur ein Rappi, ne? War ja halt auch schnell weg, kann man ja nicht erwarten, dass er ultra super viel Erfahrung gibt. Dann würde ich sagen... Wir belassen es für heute dabei. Chibi mal ein bisschen gelevelt und ich finde es wirklich, wirklich gut, dass man jetzt einfach mit den Dinos, die
Alphas killen kann und die Chibis kriegen trotzdem die Erfahrung. Ich weiß nicht, wann das geändert wurde oder ob das von Anfang an schon so war und ob dieses der Spieler muss sie killen ein Mythos ist oder ob sie mehr Erfahrung kriegen, wenn der Spieler sie killt, als wenn man auf dem Dino sitzt und sie killt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe eine Zeit lang arg nicht so verfolgt, auch was Patch Notes angeht und so. Deswegen habe ich für eine gewisse Zeit da überhaupt keine Ahnung und keinen Überblick. Aber egal, es ist wie es ist. Ich freue mich, dass es so ist. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.